Hallo, ich bin Nusada und ich möchte euch heute über Recycle-Lösungen in Kirgisistan berichten. Ist Ihnen 3-Regel R bekannt? Reduce, reduzieren, reuse, wiederverwenden und recycle, recycling. Die sind die wichtigste Regel von Ökoaktivisten und heute möchte ich von Recycling erzählen. Das Recycling ist Wiederverwendung von Abfällen, wortwörtlich übersetzt Wiederverwertung oder Wiederaufbereitung. Kreatives Recycling ist echtes Recycling und beschreibt den Prozess der Umwandlung von Abfällen oder Abfallprodukten in neue Materialien oder Produkte von besserer Qualität oder höherem Umweltwert. Kreatives Recycling reduziert den Verbrauch neuer Rohstoffe und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch, die Luftverschmutzung, die Wasserverschmutzung und sogar die Treibhausgasemissionen. Und natürlich hilft es, Dinge von Müllkippe fernzuhalten. Lass uns über Recyclingarten sprechen, die in Kirgisistan relevant sein werden. In Kirgisistan gibt es heute ein aktuelles Problem beim Recycling von Autoreifen und Gummiprodukten. Im Vergleich zu Deutschland gewinnt diese Branche in Kirgisistan gerade erst an Dynamik. Laut Statistik werden mehr als 70% der Reifen nicht recycelt oder entsorgt. Autofahrer haben keine andere Wahl, als sie zu lagern oder Reifen auf eine Müllkippe zu werfen, wo sie sich zersetzen und die Umwelt schädigen. Gummi hat eine hohe Beständigkeit gegen Sonnenlicht, Sauerstoff, Ozon und mikrobiologische Einflüsse, sodass alte Reifen die Natur vergiften. Möglichkeiten, das Problem mit Autoreifen lösen, sind viel. Doch die besten sind folgende zwei. Erste. Autoreifenverwertung. Reifen für PKW werden aus Gummimischungen, Stahldraht sowie synthetischen und natürlichen Fasern hergestellt. All diese Materialien sind recycelbar. Zweite. Herstellung umweltfreundlicher Produkte. Außenreifen, Gummipflasterplatten und andere ähnliche Arten von Gummiprodukten verwendet werden. Die Straßen, Plätze, Spielplätze und andere soziale Einrichtungen schmücken. Und was bekommen wir aus recyceltem plastischer Kunststoff in Kirgisistan? Allein das Unternehmen Tazalık sammelt etwa 500 Tonnen Müll täglich. Ach ja, wussten Sie, dass Obdachlose, die durch Müllcontainer graben, eine wichtige Umweltaufgabe machen? Sie werden, ohne es zu merken, die Pfleger der Stadt. Obwohl sie nach Müll suchen, um Geld zu verdienen, machen sie einen guten Job für alle und räumen die Straßen von Plastik. Es ist am rentabelsten, es an Recyclingzentren zu übergeben. Dort kostet ein Kilogramm Kunststoff je nach Typ 6 bis 40 Soms. Das sind 8 bis 60 US-Cent. Überall in Kirgisistan gibt es viele Plastiksammelstellen, deren Liste Sie auf der Webseite ausführlich finden. Möglichkeiten, das Problem mit plastischer Kunststoff zu lösen. Erste. Neue Plastikflaschen, Sitzbekleidung, Sinddepot für Kleidung und Kissen wiederherstellen. Zweite. Wir müssen es durch Papiertüten und Glaswaren ersetzen. Dritte. Wir sollten auf staatlicher Ebene entscheiden, keine Plastiktüten zu verwenden, was man schon in Indien gemacht hat. Nach der Statistik sind 30-80% des Inhalts unseres Mülleimers Lebensmittelabfälle. Lebensmittelabfälle werden in verschiedene Grundtypen eingeteilt. Erste, die bei der Herstellung von Produkten erscheinen. Zweite, die von öffentliches Unternehmen kommen. Dritte, Lebensmittel, die abgelaufen sind. Vierte, die Waren, die sich infolge einer Beschädigung des Behälters, in dem sie gelagert oder transportiert wurden, verschlechtert haben. Der Abfall, der jeden Tag in unseren Häusern anfällt, gehört zur dritten und vierten Kategorie. Wenn jeder Einwohner Kirgisistans die folgenden einfachen Tipps verwendet, könnten wir Lebensmittelabfälle ohne fremde Hilfe selbst recyceln. Möglichkeiten, das Problem mit Lebensmittelabfälle zu lösen. Erste, Verarbeitung von Lebensmittelabfällen zu Düngemitteln. Dies ist der einfachste Weg, denn dafür brauchen wir eine einfache Kiste, Erde und Würmer. Je kleiner der Müll ist, desto schneller verwandelt die Würmer in Kompost und desto effizienter ist es, Lebensmittelabfälle zu Hause zu verarbeiten. Zweite,
vergraben von organischer Substanz, trägt in den Betten. Innerhalb von 1,5 Monaten bleibt fast nichts von organischer Substanz übrig. Wenn Sie einen Ort ausgraben, sehen Sie Erde, die mit den Resten von Lebensmittelabfällen vermischt ist. Dritte, der Komposter, Futterkiste für Würmer, unter Büschen oder Bäumen. Würmer, die sich von organischer Substanz ernähren, reichern den Boden mit Humus an. Eine solche Futterkiste kann unabhängig von verfügbaren Werkzeugen gebaut werden. Dies waren die wichtigsten Recyclingprobleme in Kirgisistan. Wie bereits erwähnt, ist das Recycling von Reifen, Kunststoffen und Lebensmittelabfällen in Kirgisistan ein unterentwickelter Bereich des Recyclings. Das heißt, dieses Marktsegment ist nicht gefüllt. Daher studieren geschäftssüchtige Menschen und Organisationen es aktiv und versuchen es zu entwickeln. Es ist nur eine Frage der Zeit und des Bewusstseins eines jeden von uns. Ich hoffe wirklich, dass wir dank folgender Projekte unser Land verbessern können. Und das Land besser zu machen, bedeutet in der Zukunft, die Welt besser zu machen.